Hallo und willkommen zur Folge 8 meiner kleinen Avorion Bautorial Playlist. Wie ihr sehen könnt, ich bin hier im Baumodus. Mein Interface ist so wie gewohnt, aber hier habe ich meine Drohne über diesen einen Schiffsblock platziert, damit ihr das Größenverhältnis mal sieht zwischen einem 08er Block und der normalen Drohne. Ich weiß, ich habe schon oft über die 08er Blöcke geredet und geredet und geredet. Vielleicht mag es der eine von euch ja, der ein oder andere von euch ja. Aber ich muss diese Folge als große, große, große Warnung aussprechen. Ich habe hier mal was vorbereitet. Und damit ihr nicht zu viel davon seht, zoome ich jetzt einfach mal an diesen Block ran. So. Hier, Block auswählen, dieses Gerüst, Größe von 08 x 08 x 08. Da wir nur Gerüste haben, haben wir jetzt auch keine Rechenleistung und keine wirkliche Masse. Nicht wirklich. Das Gerüst hat zwar Masse, aber nicht so viel wie ein normaler Block. Kann ich jetzt einfach verdeutlichen. Lasst euch bitte nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen, dass das nur so wenig hoch geht. Lasst euch jetzt bloß nicht hinters Licht führen, weil die Massenschritte so klein sind. Also, wir haben hier einen 08er Block und das reicht auch schon, um eine Rechenleistung zu haben, und das reicht auch schon fürs erste Modulslot. Jetzt habe ich das von der Drohne leider offen, aber hier System Upgrade Slots, ihr seht das jetzt eh. Sieht man immer noch, wo ist meine Drohne? Meine Drohne ist weg. Ich habe meine Drohne zerstört. Egal. Gut, was wollte ich euch jetzt zeigen? Ich will dir den 08er Block zeigen, der ein Volumen von 512 Kubikmeter hat. Das kommt her, weil es 08 sind 8 Meter, 8 Meter mal 8 Meter mal 8 Meter sind 512 Kubikmeter. Der 1er, den ich hier platziert habe, haben wir in der ersten Folge auch schon besprochen, will ich jetzt nicht nochmal näher darauf eingehen, hat das Doppelte an Masse, hat das Doppelte an Volumen wie der 08er Block. Der Größenunterschied hier ist zu vernachlässigen. Dass wir Menschen, wir tun uns ungeheuer schwer mit Potenzzahlen, uns das bildlich vorzustellen. Hättet ihr gedacht, dass der halb so viel Volumen hat wie der? Der ist fast genauso groß. Es sind halt nur drei Dimensionen, in denen man es rechnen muss. Also, geht's mal weiter. Das hier ist Einrechenleistung. Sieht man hier. Also, hat man hier gesehen. Machen wir nochmal schnell so, als Beweis. Einrechenleistung. Einser Block. Dieser hier. Fokussieren wir mal drauf. Hat zwei Rechenleistung. Hat 55 Rechenleistung und zwei Systemslots. Da ist der Masseunterschied, wo haben wir es? 10,21 Kilotonnen und jetzt haben wir da 13 Kilotonnen. Der ist 3 Kilotonnen schwer. Also 3000 Tonnen. 3 Millionen Kilogramm ist dieser Block schwer. Das muss erstmal in Bewegung gesetzt werden. Mit einem Triebwerk und mit Gyros und der ganzen Steuerung. Aber das ist ja jetzt nur ein Zweislot-Schiff. Wir wollen ja ein bisschen weitermachen hier. Wir haben ja keine Zeit. Drei Slots. Unterschied? 7 Kilotonnen. 133 Rechenleistung. Vier Slots. Unterschied zu den 10 Kilotonnen, die Gerüste haben, dieser Vorlage. 17 Kilotonnen. Rechenleistung 329. Systemslots 4. Jetzt machen wir das noch mit 5 und dann werde ich erstmal zum ersten Mal rausscrollen, damit ihr so eine kleine Ahnung habt, was ein 15-Slot-Schiff denn so erfordert. Also, 5 Systemslots,
Also 5 Modulslots, wo man jetzt Turm-Upgrades reinlegen kann oder ein HS-Überbrückungs-Upgrade oder ein lasst mich nicht lügen, Generator-Upgrade oder Hyperraum, Sprungreichweite-Upgrade. Es gibt so viele Upgrades. Da kann man, wenn es schon 5 Slots sind, sich echt mit der Kombinationen rumspielen. Frachtraum-Upgrade, Transporter-Upgrade, Xanion-Block, ein Hangar dazu und die Drohnen, also die Raumjäger, ich nenne sie gern Drohnen, bauen mir schon meine Asteroiden ab. Ich weiß, so weit waren wir noch nicht, wir waren noch nicht bei Trinium, wir haben gerade mal Titan angeschnitten, aber je mehr Systemslots wir haben, umso größer sind unsere Möglichkeiten, umso mehr Türme können wir theoretisch installieren, umso stärker ist unsere Feuerkraft. Es gibt dann noch Schildmodule, Module, hast du nicht gesehen. 5 Slots, Unterschied zu 10 Kilotonnen, 41 Kilotonnen. Wird schon interessant. So, das waren 5. Ich habe euch versprochen, wir zoomen mal raus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Systemslots 10. Seht ihr das? 10 Kilotonnen, dass diese Gerüste hatten, die ich hier platziert habe, haben mir ordentlich, ja, das ist jetzt diese 1,61 Megatonnen, weil diese 10 Kilotonnen, das kann man schon vernachlässigen. Das ist schon so weit hinten in den Kommazahlen, interessiert niemanden ja die Gerüstmasse. 10 Slots. Höhe 3564 Meter. Also 356 Einserblöcke. Nein. 10 Meter pro einen Block. Oh ja, 356 Einserblöcke in der Höhe. Ach so, nein, das ist ja das mit den gesamten Gerüsten. Entschuldigt. Der 10-Slot, ich habe mir Notizen gemacht, hat eine Seitenlänge von 31,6 Metern. Also 31 solche Einserblöcke in der Länge, Höhe und Tiefe. Ja. Wie viele Einserblöcke das sind, das werdet ihr später noch sehen. Ich habe da was vorbereitet. Ja, und jetzt die Königsklasse. 10 Slots, 11 Slots, 12 Slots, 13, 14 und 15. Erstmal fokussieren und ein bisschen. Ja, es ist jetzt hier irrelevant, wenn ihr mich fragt, was da oben noch dran hängt, aber ja. 15 System-Upgrade-Slots. Das ist das Maximum, das es in Avorion gibt. Das allergrößte Maximum. Man kann seine Schiffe noch größer bauen, keine Frage. Aber mehr System-Upgrade-Slots gibt es nicht. Ihr könntet euer Schiff 10-mal so massiv bauen wie diesen einen Block hier. Hättet ihr halt 10-mal so viel Masse, 10-mal so viel Volumen wie dieser eine Block hier. Aber mehr Systemslots bekommt ihr nicht mehr. Man kann sich einen ganzen Planeten bauen. Also man braucht nur genug Material und Kohle. Man kann immer größer bauen, immer größer bauen. Man kann hier rausgrillen, wie man will. Der ist winzig. Dieser 53 mal 53 mal 53 Meter Block, also 530 Meter, weil 1 ist ja 10 Meter, also 53 mal diesen 1er Block, 53 mal in die Breite und in die Tiefe auch noch, ist schon massiv, 7,6 Megatonnen, Megatonnen, nur damit man diese Gerüste, ich erlaube mir den Spaß. Wir haben hier nur Gerüste. Es sind alles nur Gerüste. Wo haben wir denn die Besatzung? Um diese Gerüste instand zu halten, bräuchten wir schon 34 Mechaniker. Nur damit die Gerüste nicht auseinanderfallen. Jetzt erlaube ich mir nochmal den Spaß und verwandle diesen 15 Slot Avorion Block. Eisenblock in dem Fall, also 15 Slot großen, volumensabhängigen Block in Fenstlos Wille. Wir gucken mal auf unsere Mechaniker.
Was haltet ihr davon? Triebwerke, Ingenieure ist noch gar nicht erwähnt. Piloten für kleine Raumjäger. Security-Teams, die mich vorm Enton schützen. Vergesst es, alles noch nicht dabei. 768 Mechaniker. Einzig und allein, um den Block instand zu halten, damit er nicht degeneriert. Weil Blöcke, die von Mechanikern nicht gewartet werden, wenn ihr weniger Mechaniker habt, als euer Schiff benötigt, dann wird euer Schiff über die Zeit ganz, ganz langsam an Hitpoints verlieren und unsere schöne Hitpoints-Leiste, die wir normalerweise immer hier unten angezeigt haben, wird sinken. Also, dieser Block 74,5 Gigawatt und das ist nur Hülle. Ich erlaube mir einfach mal den Spaß. Ich werde dich nie bauen, so ein Teil. Nie. Ausgewählte Blöcke umwandeln in einen Avorion-Generator. Gucken wir mal, was so ein großer Generator an Power bringt. Richtig an Power. Terawatt. Wir hatten Megawatt. Dann waren wir auf Gigawatt. Jetzt sind wir auf Terawatt. Mega ist Millionen, Giga ist Milliarde und Terra ist das Ganze nochmal 1000. Also Respekt. Mechaniker hier. Einfach mal so verdoppelt. Aber ich habe ja gesagt, ich will euch warnen in dieser Folge. Ihr seht schon, wie riesig der Block ist. Und wenn wir es in Einserblöcken bauen würden, würde das ewig dauern. Wir würden 53 mal 53 mal 53 Blöcke setzen. Wenn wir da pro Block, lassen wir nicht lügen, 5 Sekunden überlegen müssen, ob er uns gefällt, dann kommt da schon ordentlich was zusammen. Und damit wir uns das besser vor Augen führen können, weil wir können uns also diese Dreidimensionalität im Kopf, da wir Menschen sind, nicht vorstellen, habe ich eine kleine Tabelle erstellt. Es tut mir leid, ich und meine Tabellen. Aber es hilft ungemein. Es hilft. So. Hier habt ihr mal meine Tabelle. Ich schaue nur mal schnell, wie lange ich aufnehme. Es sind erst 12 Minuten. Also, meine Tabelle. Hier haben wir schon. 1 Slot, 2 Slot, 3 Slot, 15 Slot. Alles, was das Herz begehrt. Hier nur für meine... Ups, zurück. Nur für mich... Habe ich mir ein paar Spalten erstellt, Seitenlänge, damit ihr seht, damit ich die Würfel platzieren kann, die ich euch gerade eben gezeigt habe, das Volumen, das nötig ist, um die Rechenleistung zu kriegen. 148.379 Rechenleistung. Stimmt jetzt nicht genau, man peilt nicht das Volumen an. Es gibt später noch diese Computerkernblöcke, Aptrinium, und Computerkernblöcke haben mehr Rechenleistung pro Volumen. Ist jetzt einfach mal, es stimmt nicht, aber um das, was ich euch verdeutlichen möchte, darzustellen, ist es schon mal ausreichend. Man kann ja auch mal mit 12.500 anfangen. Also, wir wollen uns ein 8-Slot-Schiff bauen mit einem Volumen von 12.500 Kilokubikmeter. Wir bauen das, weil wir heute mal faul sind. In 1er Blöcken, das heißt, es sind 12.500 Blöcke. Das sind 12.500 Blöcke. Ich habe da unten so eine kleine. Ja. Wie lange brauchen wir denn pro Block? 5 Sekunden? 2 Sekunden, wenn wir so richtig im Flow drinnen sind? Wenn man Anfänger ist, vielleicht 10 Sekunden. Ich bin mal so frei und sage, pro gesetzten Block, man muss den ja auch noch auszoomen, reinzoomen, umfokussieren, spiegeln, spiegeln ausschalten, spiegeln einschalten. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Also die Zeit pro Block würde ich mal ansetzen an 10. Also, wir wollten uns ein 8-Slot-Schiff bauen mit dem und dem Volumen, mit nur 1er-Blöcken und haben... Das interessiert mich jetzt mal nicht. 34,72 Stunden.
ununterbrochenes 10-sekündiges Block setzen für 1,45 Tage. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Kein Mensch der Welt würde sich das jetzt mit 1er-Blöcken antun wollen. Ich mache mir mal den Spaß, 0,4er-Blöcke, das ist ein Achtel des Volumens der 0,8er-Blöcke. 2.318.281 Blöcke für den 15. Slotter. Es ist schon egal. Es ist schon egal, ob ich die Zahl genau eintippe oder nicht. Wisst ihr, warum es egal ist? Es tut sich niemand an. Niemand tut sich so etwas an, ein 15-Slot-Schiff einzig und allein in seiner Detailauflösung zu bauen. Niemand. Es ist wahnsinnig. Ich selbst bin wahnsinnig. Viele andere Bauer sind auch wahnsinnig. Aber das schießt doch mal den Vogel ab. Das ist sogar für uns unvorstellbar. Macht. Vielleicht nimmt sich ein Anfänger vor, aber wenn ihr Anfänger seid und euch das vornehmt, dann seid gewarnt. Ihr werdet man muss arbeiten gehen, man muss schlafen, man muss was essen, man muss aufs Klo, man muss duschen. Pro Tag kann man rechnen, so, wenn man wirklich sich dahinter klemmt, so 4 bis 5 Stunden bauen, keine Sozialkontakte mehr, 5 Stunden pro Tag bauen, 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 bauen. Gerade mal atmen ist erlaubt. Was trinken? Nee, trinken erhöht unsere Blocksetzzeit. Atmen, ja. Und das Ganze dann für 4, 5, 6, 7, 8, 10 Jahre. Ich lasse das jetzt absichtlich wirken, damit ihr nicht glaubt, diese Workshop-Schiffe wären wirklich mit einzelnen Blöcken gesetzt. Das sind größere Blöcke, langgezogenere Blöcke. Die Leute haben sich da hingesetzt, was ausgerechnet. Die sind da sicher auch drauf gekommen, wenn sie das in kleinen Blöcken gesetzt hätten, dass dabei sowas rauskommt. Das tut sich niemand an. Niemand. Also, wir wechseln nochmal zurück zu unserem lieben Avorion. Wir sind schon auf 17 Minuten. Klick. Ja. Sieht nett aus, ne? So von der Weite betrachtet, ja. Kann man mal sein lassen. Wir machen da noch den Spaß. Wir sind in einer Kreativwelt. Wisst ihr, wie viel Eisen das kosten würde? Ein 1x1x1 Block kostet 5 Eisen und 12 Credits. Das hier sind 51x51x51. Ja, schauen wir uns mal an. So, 53. Ja, sieht gut aus. So ein Block, so ein 15-Slot-Schiff würde uns nur aus Eisenhülle kosten. 1,65 Millionen Credits. Nur Hülle. Und 745.000 Eisen. Sei mal gewarnt, hier, Avorion-Generator. Das teuerste, was ich mir vorstellen kann. Tja, 167 Millionen Credits und 7,4 Millionen Avorion. Eure Anfangsabbaudrohnen, die meisten Spieler gerne erstellen, diese, ich baue mir mal ein 1-2-3-Slot-Schiff, lasse das von dem Captain steuern, und der sammelt und sammelt und sammelt und sammelt und sammelt Eisen, Titan, Naonit, Naonit, bis ihr 7,5 Millionen Avorion beisammen habt. Einzig und allein, um diesen einen Block zu setzen. Entweder habt ihr sehr, sehr viele Drohnen, was nicht zu empfehlen ist, oder ihr baut euch größere, intensivere, bessere Bergbauschiffe. Nicht vergessen, je weiter man zur Galaxie kommt, zum Galaxiemittelpunkt kommt, umso stärker werden auch die Gefahren. Und man muss das Schiff auch bewaffnen, also man kann ein und dasselbe Schiff zwar skalieren,
aber ist nicht wirklich spaßig. Und wenn ihr so drauf seid wie ich, wollt ihr nicht nur ein Schiff, nein, ihr wollt 20 Schiffe, ihr wollt 30 Schiffe, ihr wollt 100 Stationen, ihr wollt 50 Sektoren und 50 Sektoren mal jeweils 4 bis 5 Stationen zu jeweils 15 Slots. Mal, 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 mal. Das sind nicht mehr 167 Millionen, das sind schon Milliarden, Billiarden an Credits. Man kann in diesem Spiel nie genug Geld haben. Wir haben nicht viel gebaut, das tut mir leid, aber zum Abschied verlasse ich nochmal den Baumodus. Du kannst deine Drohne nicht umbauen, gründe zuerst ein Schiff. Wo ist denn meine Drohne? Ah, hier. Ja. Wir machen hier nochmal einen schönen Testflug. Wir gehen rauf zu unserem 08er Block. Ha! Wow, Speed! Ein 08er Block. Ein 1er Block. Ja. Ein Slot, zwei Slot, drei Slot, vier Slot, fünf Slot, sechs Slot, sieben Slot. 8 Slots, 75 Meter pro Sekunde fliege ich. 9 Slots. 10. Das mal boosten. 11. 12. 13. 14. 15. Ja. Unsere Drohne ist so groß wie ein 08er Block. Lässt sich schon was mit anfangen, oder? Also, immer mal wieder in die Drohne aussteigen, um den Bezug zur Realität nicht zu verlieren. Weil wenn man immer wieder in so einen 14-Slot-Boliden fliegt, weiß man gar nicht mehr, wie groß oder klein seine Drohne eigentlich ist. Und wie groß das Schiff nicht eigentlich ist. Also, die Drohne ist 8x8x8 Meter. Könnt ihr euch vorstellen, diese Fläche erstmal zu putzen? Also, ich möchte nicht. Gut, das war's für heute mal wieder von mir. Ich bin der Getty. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und denkt dran, nicht nur in kleinen Blöcken zu bauen, wenn ihr große Schiffe bauen wollt. Ansonsten seid ihr für Jahre beschäftigt. Schönen Tag noch, schönen Nachmittag, Mahlzeit, was auch immer. Alles, alles Gute.